Hallo meine Lieben, heute mal seit langem wieder ein Video von mir. Ich weiß, in letzter Zeit mache ich mich ziemlich rar. Im Moment habe ich aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ein klein wenig Anhängen. Ja, familiär ein wenig, Arbeit ein wenig. Ja, es tut mir leid, dass ich so lange jetzt nichts von mir hören gelassen habe, aber nichtsdestotrotz heute mal wieder ein Video von mir. Und zwar möchte ich euch zeigen, ich habe jetzt hier eine Karte gewerkelt in einer Tüte, also in einer Leckereientüte. Das ist eine Stanze von Stampin' Up. Und hier drin habe ich eine kleine Karte, die ihr beschriften könnt oder auch noch bestempeln könnt. Oder ihr könnt einen Gutschein noch mit reinstecken hier oder Geld oder was auch immer. So, und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar gibt es von Stampin' Up ein Thinlit Set, das heißt Leckereientüte. Und das Ganze sieht so aus, da bekommt ihr zwei so Teile. Und da ist noch ganz viel Zubehör mit dabei. Ihr habt hier einen Stern, ein Herz, ein For You, eine Schleife, Teile noch, ein Banner, ein kleines Schildchen, ein Enjoy, Sterne, Herzen, Punkte. Ja, was ihr euch mit ausstanzen könnt. Ich habe mir jetzt hier nur die Leckereientüte mit ausgestanzt. Und das lege ich mir jetzt gerade an die Seite. Und dass es ein wenig schneller geht, habe ich mir das schon ausgestanzt mit der Big Shot. Und dann wird das Ganze gefaltet und mit dem Falzbein nachgezogen. So. Und dann braucht ihr jetzt noch ein wenig Kleber oder ich nehme das extra starke Klebeband von Stampin' Up. Das klebt also richtig, richtig fest. Und zwar mache ich mir jetzt hier an die Seite Klebeband. Und mache mir hier an die Innenseite Klebeband. So, und mache mir hier an dieses Teil, also wo ich jetzt hier die Klebelasche, mache ich mir an das Innenteil auch noch Klebeband. So, das war's schon. Dann, ihr könnt es jetzt direkt so hier bündig ankleben. Ich habe mir das schon mal so hingelegt, dass ich die ersten drei Zacken auf die ersten drei Zacken auf die andere Seite mir anlege und dann schließt ihr bündig hier an der Seite ab. So, also ich nehme mir jetzt einfach hier den Papierstreifen vom Klebeband runter. Dass die drei Zacken aufeinander sind. Guckt, dass ich hier unten gerade bin. Und klebe mir das Ganze fest. Gehe mit dem Falzbein nochmal drüber. So, und dann mache ich mir jetzt hier auf der Innenseite das Papier weg, dann klebt ihr das hier zusammen und hier unten das weg und dann klebt ihr das einfach so hoch. Ich gehe immer gern mit dem Falzbein nochmal drüber. So, und fertig ist schon eure Leckereientüte. Und jetzt wird das Ganze noch verziert. Und zwar habe ich mir jetzt mit dem Prägefolder Querstreifen
Der ist auch von Stampin' Up. Habe ich mir hier schon mal ein Stück Vanille geprägt. Und das hat die Größe 3,5 mal 4 3/4 Inch. Das müsste jetzt eigentlich ja so hier drauf passen. Tut es auch. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, welches euch besser gefällt, ob die Streifen nach unten oder die Streifen nach oben schauen. Wie habe ich es denn hier? Hier habe ich die Streifen nach oben. Dann mache ich jetzt hier mal die Streifen nach unten. Und ich werde mir aber vorher noch die Ecken stanzen. Und zwar mit unserer neuen tollen Eckstanze. So, und dann lege ich mir das Ganze hier rein. Stanze das. Dann drehe ich mir das Ganze um. Ihr müsst darauf achten, bei dieser Stanze hier, weil der eine Bogen ist ein wenig kleiner wie der untere Bogen. Das heißt, wenn ihr jetzt das so einfach dreht, sieht diese Ecke anders aus wie das. Das heißt, wenn ihr jetzt hier gestanzt habt, dreht ihr das Ganze um, also auf praktisch die Rückseite dann und stanzt dann wieder und dann habt ihr den gleichen Abstand. Also nochmal anlegen und wieder drehen. So, das war's schon. Dann klebe ich mir das Ganze jetzt so bündig hier drauf. Und dafür nehme ich jetzt mein Nail. Ich habe noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Hahaha. Ha, ha. Aber das Gute am Snail ist, ihr könnt das nochmal leicht ablösen. Und zwar, ich wollte ja noch eine Kordel drum machen. So, jetzt lege ich mir das Ganze nochmal leicht hier oben drauf. Nehme mir von meiner Goldkordel. Und wickel mir das jetzt hier unten noch drum herum. Mache mir hier noch einen Knoten. Dann ziehe ich mir die Kordel gerade noch so, wie ich sie haben möchte. Dass es ein wenig so ein bisschen verschränkt ist hier. So, jetzt kann ich es nochmal aufkleben. So, und dann habe ich so kleine Glöckchen hier, die habe ich mir bei eBay bestellt. Dann nehme ich mir jetzt eins raus, nehme ein Stück Leinenfaden. Weil das ist die, also die Kordel bekomme ich hier nicht durch, weil der die Öffnung ziemlich dünn ist. Dann ziehe ich mir meinen Leinenfaden hier durch. Und binde mir mein Glöckchen hier dran.
So, jetzt überlege ich noch, mache ich noch ein Schleifchen. Mal schauen, wie das aussieht. Nee, gefällt mir nicht. Also schneide ich jetzt hier einfach so die Enden ab. So, dann brauche ich jetzt ein Stück Chili, farbenen Cardstock. Da habe ich noch so einen Rest. Und nehme mir meine 2/3/8 Wellenkreisstanze und stanze mir hier ein Teil aus. Dann brauche ich meine 2-Inch-Stanze und stanze mir ein Stück Savanne aus. Dann brauche ich noch ein Stück Vanille. Und da stempel ich mir jetzt mit meinem Stempelset Freude zur Weihnachtszeit, stempel ich mir jetzt hier den Tannenbaum in Waldmoos. Nee, ich mach's in grünbraun, nicht in Waldmoos. Ich habe mich nochmal umentschieden. So, grünbraun. Dann nehme ich meinen Stempel her. Und stempel mir den Tannenbaum ab. Dann brauche ich meine Tannenbaumstanze. Das ist diese hier, die gibt es passend dazu. Und stanze mir den Tannenbaum aus. So, und dann nehme ich meine Dimensionals und fange schon mal an, aufeinander zu schichten. Und zwar mache ich den 2-Inch-Kreis jetzt hier auf den chilifarbenen Untergrund. Dann nehme ich meinen Tannenbaum. Mach mir hier hinten noch 2 dran. Und setz mir das hier drauf. Dann nehme ich meinen Tannenbaum. Und setz den so hier drauf. Dann nehme ich mein goldenes Glitterpapier. Und meinen kleinen Stern aus dem ETPD-Stanzenpaket. Stanze mir den Stern aus. Dann brauche ich einen kleinen Kludert. Und setze den mir hier oben auf die Spitze. Und setze den Stern hier drauf. Und dann sehen wir uns jetzt gleich zum zweiten Teil, zum komplett fertigstellen.